Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu Jagged Alliance 2, einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Wer es nicht kennt, ist eine Mischung aus Rundenstrategie und Rollenspielelementen, würde ich mal sagen. Kommt aus dem Jahre 1999, ist klasse, werde ich euch jetzt zeigen. Das Ganze soll aber nicht nur ein Let's Play werden, sondern auch eine kleine, kleiner Guide, ein kleines Tutorial für euch. Denn das Spiel ist wirklich, wirklich nicht gerade freundlich zu Einsteigern. Es gibt kein Tutorial, das überflutet euch mit Informationen. Und viele Leute werden davon abgeschreckt, was sehr, sehr schade ist. Und das Spiel ist echt großartig. Und ich versuche auch einfach mal, das Spiel ein bisschen näher zu bringen. Vielleicht gelingt mir ja den einen oder anderen von euch zu überzeugen, das Spiel selbst zu kaufen, selbst zu spielen. Oder ihr habt einfach Spaß, mir dabei zuzusehen, wie ich dieses Spiel hoffentlich durchspiele. Ich spiele das Ganze in der Version 1.13. Das ist eine Art Community-Patch, den die Community in den letzten Jahren immer wieder aktualisiert hat, der ein paar neue Features in das Spiel reingebracht hat. Also für Leute, die das Spiel kennen, wundert euch nicht, wenn das ein oder andere ein bisschen anders aussieht. Das liegt dann eben an diesem Community-Patch. Für die Leute, die es nicht kennen, das Spiel, die werden den Unterschied natürlich nicht merken. Gut, wir starten natürlich ein neues Spiel. Zuallererst müssen wir hier ein paar Game-Settings einstellen. Vielleicht nochmal kurz ein paar Worte zu dem Spiel verloren. Es geht darum, dass man eine Söldnertruppe anführt, beziehungsweise erst zusammenstellt und dann anführt, um das fiktive Land Arulko von der bösen Diktatorin zu befreien. Ja, das ist im Endeffekt der Spielinhalt. Wie gesagt, jetzt sind wir ja kurz in den Game-Settings, also in den Einstellungen. Ich spiele das Ganze auf Englisch, werde aber versuchen, die gröbsten Texte auch für die Leute zu übersetzen, die des Englischen vielleicht nicht ganz so mächtig sind. Difficulty, Schwierigkeitsgrad, lassen wir mal auf Experience, das ist eigentlich für den Anfang ganz gut. IMP Characters bedeutet, man kann sich selbst einen eigenen Söldner erstellen. Und hier kann ich einstellen, wie viele eigene Söldner ich denn haben möchte. Nehmen wir erstmal einen, das reicht eigentlich völlig aus. Skill Traits, ob ich die Skills von der neuen Version oder von der alten Version benutzen will, nehmen wir natürlich die neue Version. Game Style, Realistic und Sci-Fi, nehmen wir realistisch. Wir spielen das Ganze im Ironman-Modus. Das bedeutet, dass ich während der Kämpfe nicht speichern darf, was natürlich vielleicht für euch ein bisschen interessanter wird. Number of Terrorists, das ist ein kleiner Nebenquest, wo es darum geht, Terroristen unschädlich zu machen. Nehmen wir natürlich alle Terroristen. Bobby Ray Selection. Bobby Ray ist der Waffenhändler, den man im Spiel finden kann. Und hier kann ich einstellen, auf was der für eine Bandbreite an Waffen zur Verfügung haben soll. Da gehe ich natürlich auf Awesome, also die großmögliche Bandbreite. Progress Suite of Item Choices bedeutet, wie schnell ich quasi im Spiel bessere Waffen und bessere Ausrüstungsgegenstände bekomme. Das lassen wir mal auf normal, wir wollen es mir ja nicht zu einfach machen. Inventory and Attachments kann ich wieder einstellen, ob ich die Attachments und das Inventar von der neuen Version oder von der alten Version nehme. Ich nehme natürlich die neue Version. Enemies drop all items mache ich mal an. Das bedeutet, dass Feinde, wenn sie sterben, ihre sämtlichen Ausrüstungsgegenstände fallen lassen. Finde ich einfach realistischer. Dann, wie viele Waffen generell im Spiel verfügbar sein sollen, ob alle oder nur eine gewisse Anzahl, machen wir mal alle. Und ein weiteres Nebenquest ist, so verschiedene geheime Waffenkisten zu finden. Und auch hier nehmen wir alle. Dann starten wir jetzt gleich das Spiel. Und wir gucken uns einfach mal kurz das Intro an. Ich zeige euch das kurz und dann werde ich noch ein paar Worte dazu verlieren. Bitteschön.
I was happy to hear you have decided to take the assignment. No doubt your inquiries have shown that I, Enrico Chivaldori, speak the truth. In the past 10 years, since killing my father and framing me, my wife has inflicted great suffering upon my people. Those that may be of value to her are imprisoned, beaten, and tortured. The old, the sick, even infants with birth defects are removed swiftly from the population. Now it is time to remove her. I have brought the money you requested. It is everything I have. However, Arulco is full of gold and silver, and you might be able to convince the miners to help us in the struggle. There also exists a small but determined rebel movement. They are led by a man named Miguel Cordona. If you can locate Miguel, I have written a letter for you to give him. I believe he will accept you and prove to be an invaluable ally. I wish you luck, my friend. Ja, soviel zum Intro. Nicht sonderlich aussagekräftig. Wir haben im Endeffekt nur gesehen, wie wir uns mit unserem Auftraggeber mit dem Namen Enrico Chivaldori getroffen haben. Dem ehemaligen Präsidenten dieses Staates Arulco, wo wir uns befinden. Und der hat uns eben erzählt, dass seine ehemalige Frau, oder seine immer noch Frau, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall die Macht übernommen hat und jetzt das ganze Land versklavt. Er hat uns einen kleinen Koffer mit Geld gegeben, ganz genau mit $35.000, wie wir hier links sehen, um eben eine kleine Söldnereinheit aufzubauen und Arulco zu befreien. Er hat uns außerdem noch den Tipp gegeben, dass wir uns doch in Arulco mit dem Rebellenanführer, einem Mann namens Miguel, treffen sollen. Das ist also auch unser erster Anhaltspunkt. Bevor wir aber wirklich in das Land hineinspringen, gibt es noch ein paar Erledigungen zu machen. Die können wir hier in unserem Laptop machen, das ist quasi unsere Schaltzentrale, von der wir unsere E-Mails ablesen können. Wir können im Web verschiedene Besorgungen machen, wir können uns Dateien ansehen, wie hier zum Beispiel diesen Aufklärungsreport über Arulco, das lasse ich jetzt hier erstmal kurz außen vor. Wir können uns Questlog sozusagen ansehen, wo jetzt schon drin steht, dass wir also den Brief zu Miguel bringen sollen. Unsere Finanzen können wir uns angucken und alles Mögliche. Wir sehen aber, wir haben hier eine E-Mail. Deswegen gehen wir da mal rein. Ihr seht schon, wir haben hier verschiedene kleine E-Mails von Enrico bekommen, der uns, wie gesagt, unseren Auftrag erteilt hat. Wir haben außerdem eine E-Mail bekommen von einem Psycho Pro Inc. Das ist sehr wichtig, denn hier drin steht quasi der Code, mit dem wir uns später unseren eigenen Söldner machen können. Den finden wir auf der zweiten Seite, der Secret Activation Code, XEP624, den wir uns dringend merken sollten. Und nach dem Lesen dieser E-Mail wird auch im Web die entsprechende Seite IMP freigeschaltet. Was wir allerdings zuerst machen ist... nein, wir machen es so rum. Wir erstellen uns erst einen eigenen Söldner und suchen uns dann andere Söldner, die unseren gut ergänzen. Wir gehen also auf IMP, geben hier den Code ein, XEP624. Enter. Und schon können wir damit beginnen, unseren eigenen Söldner zu erstellen. Vielleicht für euch noch zur Info, ein Trupp kann maximal aus 6 Söldnern bestehen. Und für den Anfang brauchen wir eigentlich verschiedene Arten von Söldnern. Nämlich zum einen brauchen wir einen Arzt oder eine Ärztin, die sich um unsere Verwundeten kümmert. Wir brauchen einen Mechaniker, der unsere Waffen instand hält. Und wir brauchen jemanden, einen Lehrer oder einen Ausbilder, der für uns später Milizen im Spiel ausbildet. Milizen sind nämlich extrem wichtig, um bereits eingenommene Städte zum Beispiel zu verteidigen, während unsere Söldner nicht da sind. Das sind also quasi die drei Arten von Söldnern, die wir auf jeden Fall brauchen. Hinzu kommen natürlich noch ein paar Leute, die vernünftig schießen können. Vielleicht noch jemanden, der sich ein bisschen schleichen kann, der nachts gut operieren kann. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal stellen wir jetzt hier unseren eigenen Charakter. Name, machen wir mal hier Max Awesome. Nickname ist Max. Ist natürlich ein Mann. So, jetzt können wir uns ein Porträt für ihn aussuchen. Was nehmen wir denn mal? Vielleicht was das nicht ganz so psycho aussieht. Ja, das passt schon. Jetzt können wir uns noch eine Stimme auswählen. Passt.
Jetzt können wir noch gucken, wie er aussehen soll. Nehmen wir mal, was nehmen wir, einen Big Body oder einen normalen Body? Nehmen wir mal einen Big Body. Er soll ja schon ein bisschen nach was aussehen. Wir sind ja hier kein halbes Hemd. Was nehmen wir denn mal hier, so ein bisschen Tarnfarben vielleicht? Ja, das geht schon. Das sieht schon gut aus. Vielleicht dunkle Haare. Alles klar. Zu unserem Charakter. Hier können wir eben verschiedene Vor- und Nachteile geben, die verschiedene, ja, Vor- und Nachteile bringen, wie es schon sagt. Ich lasse es einfach mal auf neutral, weil da sich jetzt einzufuchsen, ist mir ein bisschen zu viel. Und jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen, nämlich zu den Skills, also den Fähigkeiten, die unser Charakter hat. Wie schon gesagt, wir brauchen einen Arzt, wir brauchen einen Mechaniker und wir brauchen einen Lehrer, einen Lehrmeister. Und jetzt geht es daran, zu überlegen, was für eine Rolle denn unser Charakter ausfüllen soll. Ein Arzt finden wir recht früh im Spiel, den können wir also auch dann in der Spielwelt selbst rekrutieren. Ein Mechaniker oder jemanden mit hohen Führungsqualitäten, mit hohen Lehrqualitäten, können wir uns überlegen, eins von den beiden. Wir könnten theoretisch auch beides machen, indem wir hier die entsprechenden Fähigkeiten auswählen. Für euch zur Info, man hat quasi drei Punkte, die man verteilen kann. Zum einen auf diese Seite und auf die nächste Seite, die gleich kommen wird. Und jetzt überlege ich gerade, was ich mache. Ich denke mal, ich werde ihn zu einem Art Techniker ausbilden. Techniker? Wird er wirklich ein Techniker? Ist jetzt die Frage. Schwierig. Dann müsste ich natürlich zwei Punkte hier rein investieren in Technician. Hier steht schon, was für Bonus das bringt. Plus 25% zu Repairing Speed, also zu Reparaturen. Plus 30% in Lockpicking, also Öffnen von Türen. Disarming Electronical Traps, also Fallen entschärfen und so weiter und so weiter. Problem ist, wenn ich jetzt hier zwei Punkte reinbringe, habe ich keinen Punkt mehr, den ich hier auf Waffenskills vergeben kann. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, ich mache hier einen auf Technician und einen zum Beispiel auf Hunter. Dann kriegt er plus 5% Chance to hit with Rifles, also mit Gewehren und mit Schrotflinten kann er besser umgehen, oder mit Heavy Weapons, also schweren Waffen wie Granatenwerfer und Raketenwerfer. Es ist schwierig, es ist schwierig. Na gut, machen wir mal einen Punkt auf jeden Fall in Technician. Und ein Hunter, schön mit einer Schrotflinte rumlaufen, das ist schon ganz gut. Okay, jetzt haben wir noch einen Punkt übrig, den wir hier vergeben können. Jetzt habe ich ja gesagt, wir machen aus ihm einen Techniker. So, gucken, was dazu am besten passt. Vielleicht Demolitions, dann kann er noch ein bisschen besser mit Granaten und Bomben umgehen. Oder wir geben hier den Teaching Skill, dann kann er natürlich auch noch gleichzeitig Leute ausbilden. Ich glaube, das mache ich auch, dann haben wir quasi so ein bisschen Allround-Kämpfer. So, jetzt kommen wir noch zu den Attributen, die neben den Eigenschaften auch noch eine sehr, sehr wichtige, sehr, sehr wichtig sind für unseren Charakter. Hier wird nämlich genau festgelegt, wie viele Punkte unser Charakter in den einzelnen Fähigkeiten ausgibt. Ihr seht hier die verschiedenen Kategorien. Health ist Lebenspunkte, Dexterity heißt Beweglichkeit, bedeutet ganz einfach, wie viele Aktionspunkte der Kämpfer oder Söldner im Kampf zur Verfügung hat. Agility ist die Schnelligkeit, das heißt, wie schnell kann er im Spiel reagieren, wie schnell kann er zum Beispiel Waffen nachladen und so weiter. Strength, die Stärke, wie viele Sachen kann er mitschleppen vor allem oder wie stark kann er eben im Nahkampf zuschlagen. Wisdom ist Weisheit, das bedeutet, je höher der Weisheitswert ist, desto schneller lernt unser Charakter dazu und desto schneller kriegt er eben auf die anderen Fähigkeiten mehr Punkte. Leadership, Anführer, je höher dieser Wert ist, desto besser kann er andere Leute ausbilden. Marksmanship ist eben, wie gut er schießen kann. Explosive, wie gut er mit Sprengstoff umgehen kann. Medical, mit Medizin. Und Mechanical, wie gut er mit Reparaturkits umgehen kann. Was wir schon gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall Mechanical. Machen wir mal ruhig auf 60. Explosive lasse ich erstmal so. Das sollte von Anfang erstmal ausrechnen. Leadership lassen wir auch mal auf 60. Und jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Health braucht er auf jeden Fall. Er braucht Strength auf jeden Fall. Er muss ja ein bisschen was mitschleppen. Wisdom ist auch immer ganz gut, weil sie dann die anderen Werte schnell erhöhen. Agility und Dexterity. Jetzt muss ich kurz überlegen. Das Problem ist, jetzt haben wir natürlich nur einen Marksmanship-Wert von 55. Das ist nicht gerade viel. Dann, wie mache ich das jetzt am besten? Machen wir mal Health ein bisschen...
Also eigentlich reicht auch ein Marksmanship von Wert von 55, weil durch den hohen Wisdom-Wert lernt er ja auch schnell dazu. Und Schießen ist etwas, was eben unser Charakter ziemlich häufig tut im Spiel, was ihr, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt. Allerdings ist natürlich 55 für einen Anfang relativ schlecht. Das heißt, er wird wahrscheinlich erstmal kein Scheunentor treffen. Dann machen wir Health noch ein bisschen runter. Machen wir auch mal hier auf 67 und Marksmanship hoch. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hat er immerhin 65 Marksmanship, Leadership von 60 und Mechanical von 60. Ist auch schon mal ganz gut. Ja, und damit sind wir dann durch. Gehen wir auf Done, dann ist alles bestätigt. Jetzt müssen wir noch $3000 überweisen. Aber das ist ja kein Problem von uns. Und schon haben wir unseren eigenen Söldner, den wir uns hier angucken können. Hier die entsprechenden Werte. Er ist Jäger, heißt halt also ein Bonus auf Gewehre und Schrotflinten. Techniker hat also einen entsprechenden Bonus auf Reparaturen und andere Geschichten. Und Teaching hat einen Bonus auf die Ausbildung von Milizen zum Beispiel. Inventar, gucken wir mal, was er von Anfang an dabei hat. Er hat eine Kevlar-Weste, also eine Rüstung. Er hat Sonnenbrille, eine Schrotflinte hat er dabei. Ein paar Taschen. Ein Toolkit, also ein Werkzeugkasten und eine Pistole. Sowie die entsprechende Munition. Da hat er noch eine Uhr hat er dabei. Eine Canteen, also eine Wasserflasche. Und ein Locksmith-Kit, also ein, ja, wie nennt man das? Zum Öffnen von Türen eben. So, damit haben wir jetzt unseren ersten Söldner. Jetzt brauchen wir allerdings noch weitere. Und weitere Söldner finden wir auf der anderen Webseite, der IEM-Webseite. Und wenn wir dort auf Members klicken, können wir uns eine Liste der Söldner anzeigen lassen, die momentan zur Verfügung stehen. Die sind sortiert nach Preis. Also hier oben, Gas ist der teuerste, während auf Seite 2 Bull der günstigste ist. Und da wir ja momentan nur über $32.000 verfügen und, wie man auch, woran man auch denken muss, über keine weiteren Einkünfte verfügen, sollten wir am Anfang uns eher auf der zweiten Seite oder vielleicht hier unten am Anfang der ersten Seite befinden. Ihr merkt schon, einige der Söldner sind hier ausgegraut mit der Bemerkung on assign. Das bedeutet, die sind gerade momentan nicht zur Verfügung, weil sie gerade irgendwo anders kämpfen. Da habe ich jetzt natürlich gerade einen richtig blöden Anfang erwischt, weil sehr, sehr, sehr viele unserer Söldner hier on assign sind, also momentan nicht zur Verfügung stehen. Das ist sehr, sehr schade, weil gerade Grizzly und Fox hätte ich eigentlich gerne dabei gehabt, aber gut. Kann man nichts ändern. Okay, also was habe ich gesagt? Wir kriegen einen Arzt, bekommen wir relativ früh im Spiel, den brauchen wir uns also nicht kümmern. Wie wäre es erstmal mit einem Schützen? Bunz ist eine sehr gute Schützin. Gucken wir uns ja mal an. Wir sehen hier einen relativ hohen Dexterity-Wert, einen hohen Health- und Agility-Wert. Wisdom 93 lernt also auch schnell dazu und vor allem das wichtigste Marksmanship von 86, das ist schon relativ viel. Hier unten können wir verschiedene Kits durchschalten, was sie also als Anfangsausrüstung haben sollte. Hier haben sogar schon ein Gewehr. Aber ihr seht hier rechts bei Gear, dass diese verschiedenen Kits natürlich auch unterschiedlich kosten. Das heißt, dieses Kit kostet 1520, hat natürlich nur eine Pistole, bisschen Munition und ein paar Ausrüstungsgegenstände, während das mit dem Gewehr schon 4000 alleine an Gear kostet. Wir brauchen die Söldner für den Anfang erstmal nur eine Woche. Das heißt, wir hätten hier Kosten von 4700, die auf uns zukommen würden. Und das ist eigentlich für den Anfang ein ganz gutes Kit, wobei, jetzt gucke ich mal ganz kurz mir die Waffen an, eine Beretta. Ja, der Unterschied liegt hier wie so oft im Detail. Bei dem ersten Kit ist nämlich noch ein Laserzielvisier dabei für die Pistole. Problem ist aber, die Pistole verwendet Munition, die relativ selten ist, nämlich diese 40er Mag-M. Da neige ich eher dazu, dieses Kit zu nehmen, weil diese 9x19mm Magazine im Spiel doch öfters vorkommen. Da habe ich eine etwas schlechtere Pistole, aber das nehmen wir jetzt trotzdem, das ist mir jetzt recht. Jetzt kann ich sie quasi anrufen und ihr sagen, dass ich sie gerne haben möchte. Für eine Woche mit Equipment natürlich. Transfer Funds. Und jetzt ist sie, wie ihr hier seht, hier links in meiner Übersicht. Worauf man bei der Anheuerung von Söldnern noch achten muss, ist, dass manche Söldner sich gegenseitig nicht abkönnen. Das führt sogar so weit, dass wenn ihr verschiedene oder bestimmte Söldner zusammen in ein Team packt, die sich irgendwann gegenseitig ankeifen, das ist noch die
simpelste Variante, sag ich mal. Wenn ihr Pech habt, dann verweigern die Gegenstände zu tauschen oder fangen an, sich gegenseitig abzuschießen. Und das soll natürlich nicht passieren. Also zum Beispiel Bunz und Fox, die können sich absolut überhaupt nicht leiden. Die fangen später im Spiel an, dann garantiert an, aufeinander zu schießen, sich gegenseitig abzustechen, was weiß ich nicht alles. Das sollte man also tunlichst vermeiden. Ich habe allerdings die ganzen Verhältnisse zu den, zwischen den Söldnern auch nicht ganz im Kopf. Das sind also wirklich viele. Aber ich versuche mal hier halbwegs gut durchzukommen. Es kann natürlich auch sein, dass manche besonders gut miteinander klarkommen. Zum Beispiel Fox und Grizzly können ziemlich gut miteinander arbeiten, kriegen dann also einen Bonus auf ihre Werte, sobald sie zusammen in einem Team sind. Aber gut, wir brauchen noch jemanden, der sich vielleicht mit ums Teaching kümmert. Der also einen hohen, relativ hohen Leadership-Wert hat. Leadership-Wert von 4, 23 ist schon mal nicht so schlecht für den Anfang. 29 haben wir hier. Der wäre auch noch jemand, der ein bisschen mit Explosives umgehen kann. Das kann meiner natürlich auch. Also den können wir erstmal außen vor lassen. Die sind alle nicht zur Verfügung. Meltdown hätten wir hier. Leadership 24. Marksmanship hatten so ein bisschen was. Ist auch nicht schlecht. Hier hätte man einen Doktor. Den brauchen wir jetzt natürlich nicht. Grace ist natürlich jemand mit Leadership-Wert von 62, das ist relativ viel. Die anderen Werte sind so mittelmäßig. Wisdom hat so noch relativ viel, können also schnell dazulernen. Aber sie ist relativ teuer mit 5300 pro Woche und 2100 für das Gear. Vielleicht finden wir hier nochmal ein günstigeres, aber sieht nicht so aus. Es hat sich hier eine Maschinenpistole und zwei Wurfmesser, ein bisschen Muni. Ja, gut, nehmen wir sie mal mit. Eine Woche reicht mir völlig aus. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich noch ein oder zwei Söldner mitnehme. Wen haben wir denn hier noch? Jemand, der vielleicht ein bisschen günstiger ist. Wir hätten Igor noch, den wir mitnehmen können. Der ist hier. Der kostet 5.500 für zwei und 3.200 für eine Woche. Ist relativ günstig. Außerdem sind seine Kids auch relativ günstig. Und was sehr wichtig ist, er hat hier einen Wirecutter dabei. Wirecutter bedeutet also eine Kneifzange, mit der man zum Beispiel Maschendrahtzäune knacken kann. Sehr wichtig, schon am Anfang des Spiels, also auf jeden Fall, wenn ihr jemanden habt, der so etwas mitnehmen kann, immer mitnehmen. Und Igor ist auch jemand, der hat ganz gute Werte. Er ist ziemlich stark, was Health angeht. Agility ist ja ganz gut, Strength, Wisdom ist auch ganz gut. Marksmanship von 77 ist auch in Ordnung. Nehmen wir ihn mal mit. Und relativ günstig ist er vor allem. Eine Woche mit Equipment, alles klar. So, jetzt haben wir noch 9.000 Dollar. Haben vier Leute, nämlich unseren Max Awesome, wir haben Bunz, unsere Scharfschützin und die auch ein bisschen in Teaching kann. Außerdem haben wir Grace, die ebenso in Throwing, Athletics und Demolitions, also Werfen, Athletik, also verbraucht weniger Aktionspunkte im Kampf und Demolitions kann also auch mit Granaten umgehen. Und Igor, der Hunter ist, also Jäger, kann mit Rifles, also mit Gewehren und Schrotflinten besser umgehen und Stealthy, also, ja, der gut schleichen kann. Wir kriegen noch einen Charakter dazu, der unser Doktor werden wird. Und ich glaube, ich würde ganz gerne diese 9000, die wir jetzt noch übrig haben, eigentlich gerne aufsparen. Ja. Das machen wir, wir sparen jetzt 9000 jetzt auf. Jetzt sehe ich gerade, wir haben noch eine E-Mail. Ja, das ist nochmal unser Bericht unseres Charakters. Das kann man eigentlich auch aus vorlassen, ist nicht so wichtig. Wir haben jetzt hier erstmal alles vorbereitet soweit. Wir haben unsere wichtigsten Rollen auf jeden Fall besetzt. Wir haben unseren Technician Max Awesome, also der sich um die Waffen kümmern wird. Wir haben mindestens zwei Leute, die auch lehren können. Nämlich unser Max Awesome und Bunz. Grace hat auch einen hohen Leadership-Wert, die könnte also auch mit lehren. Und wir haben Igor, der so ein bisschen gut schießen kann und der alles andere ein bisschen uns in den Rücken verhält, sage ich mal. Gut, jetzt können wir hier den Laptop schließen und befinden uns in der Kartenansicht. Das hier ist Aruiko, das Land, in dem wir uns gerade befinden. Wir starten hier oben in Sektor A9 in Omerta. Da kommen wir gleich an. Und unser Ziel ist der Sektor P3 in Meduna. Dort ist nämlich der Palast der bösen Diktatorin, wo sie sich verschanzt hat und dort müssen wir am Ende des Spiels hin. Ihr seht, es ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg zwischen uns und deswegen wird es auch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Ihr seht hier die verschiedenen Städte, die auf der Karte eingezeichnet sind. Ganz wichtig ist, dass in fast jeder Stadt eine Mine existiert, eine Goldmine, eine Silbermine, wie auch immer. Wenn ihr diese Mine eingenommen habt, könnt ihr daraus Einkünfte generieren. Ihr seht hier unten unseren Kontostand, 9737, und darunter unser Einkommen, das momentan bei 0 liegt, was natürlich schlecht ist. Deswegen ist es erforderlich, dass ihr so schnell wie möglich eine Mine einnehmt. Ihr könnt euch die Minen auch gerne anzeigen lassen, indem ihr hier unten auf die Schaufel klickt. Jetzt seht ihr nur die Minen. Ihr seht hier in Drassens eine, in Chisena, Grum, Cambria und Alma. Und in Zanmona ist eine eingestürzte Mine. Da komme ich später noch zu. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder auf die Stadtansicht. Und was auch noch wichtig ist, es gibt genau zwei Flughäfen im Spiel. Nämlich hier in Drassen und in Meduna. Flughäfen bedeuten, dass ihr darüber Nachschub quasi anfordern könnt. Und die sind also extrem wichtig. Deswegen wird unser erster Stopp auch Drassen sein. Aber erstmal kommen wir in Omerta an und werden dann natürlich auch mit Miguel sprechen, der sich nämlich in Sektor A10 befindet. Vorher speichern wir mal kurz. Nicht, dass hier alles wieder umsonst ist. Und jetzt drücken wir einfach auf den Pfeil, um die Zeit zu starten. Und dann werden wir in dem Sektor A9 ankommen und den ersten Kampf miterleben. Später werden wir uns noch von Sektor zu Sektor weiter bewegen. Jeder Sektor ist quasi eine eigene Map, auf der man kämpfen könnte, wenn dann Feinde in der Map drin sind. Wer vielleicht die alten Fallout-Teile kennt, der wird sowas bekannt sein. Ihr werdet das aber auch sehen, wie ich, wenn ich weiterspiele. Also, los geht's. Da kommen wir auch schon an, mit unserem Helikopter. Countryside looks a little too damn quiet for my liking. I say we find this Miguel dude and hanker down. Unsere vier Söldner sind also angekommen. Ihr seht hier unten die einzelnen Porträts. Ihr seht die aktuelle Bewaffnung. Außerdem seht ihr verschiedene Balken, nämlich den roten Balken für die Lebenspunkte, den blauen Balken für Erschöpfung und Ausdauer und den grünen Balken für Moral. Aber bevor wir jetzt hier irgendwas machen, wir sind jetzt, werden gerade von Igor darüber informiert, dass hier Feinde in dem Gebiet sind, werden wir erstmal unsere Leute in Deckung bringen. Sobald Feinde im Gebiet sind, immer hinhocken und hockend weiter bewegen. Das Problem ist nämlich, sonst werden eure Leute ziemlich leicht getroffen, wenn sie stehen oder irgendwo rumlaufen. Das macht keinen Sinn. Also immer gleich am Anfang hinhocken lassen. Das könnt ihr entweder über die Bild-nach-unten-Taste machen oder wenn ihr mit der rechten Maustaste auf einen Söldner klickt, habt ihr das Detailmenü, wo auch ihr das Inventar seht. Und da könnt ihr auch hier auf diesen Pfeilen, der nach unten zeigt, quasi eine Ebene nach unten wechseln von stehend in hockend und von hockend in liegend bzw. nach oben. Eben war ich noch im Echtzeitmodus. Jetzt habt ihr gerade gesehen, dass das Spiel in den Rundenmodus gewechselt hat und hier oben steht, dass es meine Runde ist. Das liegt daran, weil Grace den ersten Gegner gesehen hat, der hier hinten steht. Anscheinend guckt sie hier wohl durch dieses Haus durch, durch zwei offene Türen. Der ist aber noch ein bisschen weit weg. Sehe ich daran, wenn ich hier mit der Maus über ihn rüberfahre, blinkt das Fahnenkreuz an der Mitte. Das heißt, er ist nicht in Waffenreichweite. Ist klar, wir haben gerade mal so eine kleine Maschinenpistole hier und dafür ist er einfach zu weit weg. Wenn ihr euch die Sichtbereich eures Söldners einblenden wollt, könnt ihr einfach Ende drücken. Dann könnt ihr den Sichtbereich sehen. Ihr seht hier, die grünen Flächen werden von Grace gut gesehen. Die gelben Flächen, naja, das ist irgendwie Deckung davor. Und die roten Flächen werden kaum gesehen. Und alles, was nicht eingefärbt ist, wird überhaupt nicht gesehen. Gut, wir bewegen uns jetzt erstmal hier ein bisschen in die Richtung. Mit Grace vielleicht ein bisschen weiter links von der Tür, damit der Typ uns nicht gleich sieht. Ihr seht hier, auf das Feld, wo ich gerade zeige, steht eine 54. Das bedeutet, ich brauche 54 Aktionspunkte, um dorthin zu gelangen. Hier unten, an eurem Söldner, an dem kleinen Porträt, seht ihr eine Zahl. Das bedeutet, wie viele Aktionspunkte derjenige noch übrig hat. Ich könnte jetzt also bis hier laufen, hätte dann immer noch 42 Aktionspunkte übrig. Machen wir das mal. Jetzt komme ich nicht mehr ganz bis hier zu der Hauswand. Ihr seht, die Zahl blinkt. Ist kein Wunder, das würde nämlich 45 Aktionspunkte kosten. Wir haben auch nur 42 übrig. Wir gehen es trotzdem erstmal bis dahin und sie geht so lange, bis eben keine Aktionspunkte mehr übrig sind. Beziehungsweise jetzt sind noch 6 übrig, aber der nächste Schritt würde eben 9 Aktionspunkte kosten.
Aber Grace ist hier schon mal aus dem Schussfeld von ihm raus. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich nehme mal Max Awesome, unseren Charakter, mit nach da drüben, weil der hat nämlich hier die Schrotflinte. Und die ist hier im Nahkampf natürlich etwas sinnvoller als eine Pistole. Man bewegt sich jetzt hier mal in die Richtung. Während Buns und Igor die rechte Seite abdecken und sich hier hinter diesen Sandsäcken verbarrikadieren. Wenn ihr euch so gehockt bewegt, kosten die einzelnen Bewegungen natürlich auch mehr Aktionspunkte. Das heißt, ihr kommt nicht ganz so weit. Was aber jetzt für mich erstmal nicht so schlimm ist. Hauptsache Sicherheit, die Leute werden erstmal nicht getroffen, nicht gesehen. Und jetzt sind wir wieder im Echtzeitmodus. Liegt daran, dass niemand mehr einen Gegner sieht. Und das hat sich auch jetzt wieder geändert. Ihr seht schon, hier geschieht eins Schlag auf Schlag. Max hat jetzt den ersten Gegner hier im Visier. Der ist anscheinend hier gerade durch die Tür gekommen und könnte jetzt auf ihn schießen. Ihr seht, wenn ich hier über den Gegner mit der Maus gehe, hat er so ein Fadenkreuz über sich, sowie verschiedene Anzeigen. Healthy bedeutet ganz einfach, dass er momentan gesund ist. Private heißt, er hat den Rang eines Privates, also das ist der unterste Rang in der Hierarchie. Das links vom Fadenkreuz ist 1.0, zeigt an, was für eine Zoomstufe ich arbeite. Also wenn ich zum Beispiel ein Reflexvisier oder ein anderes Fernrohr oder sowas auf meiner Waffe hätte, dann würde da eine höhere Zahl stehen. Rechts steht, wie viel Aktionspunkte ich verbrauchen würde mit diesem Schuss. Links, darunter, Torso, heißt ganz einfach, dass ich auf den Körper ziele. Dann seht ihr da unten einmal Single, das bedeutet, ich schieße im Einzelschussmodus. Und verschiedene Punkte, das sind die Zielstufen, nenne ich es einfach mal. Ich kann nämlich meinen Schützen mehrere Aktionspunkte ausgeben lassen, damit er besser zielt. 43 Aktionspunkte würde er mindestens verbrauchen, wenn er jetzt ungezielt auf den Gegner schießen wollen würde. Ich kann aber quasi noch näher ran, so ihr seht, jetzt ist der erste Punkt ausgefüllt und das Ganze würde 47 AP kosten. Er ist auch ein bisschen näher rangegangen, was die das Fahnenkreuz angeht. Und so weiter, bis ich hier in der Mitte dieses Punktleistes angelandet bin und bei 59 AP gelandet bin. Das wäre also der bestplatzierteste Schuss. Wenn es geht, immer sämtliche AP ausgeben dafür. Nicht irgendwie hier so einen halbgaren Schuss machen mit 47 AP, das bringt meistens nichts. Sondern so nah wie möglich da... Ups, jetzt habe ich ihn abgewählt. Nah wie möglich reingehen. Und schießen. Ich werde das jetzt einfach mal probieren mit der Schrotflinte. In der Hoffnung, dass das was bringt. Er hat ihn getroffen. Links seht ihr, dass der Gegner im Bein getroffen worden ist und deswegen hingefallen ist. Da wir unsere Schrotflinte haben, muss Max jetzt einmal nachladen nach dem ersten Schuss. Ist schon mal gut. Er liegt jetzt am Boden, ist critical. Das bedeutet, er ist schon kritisch verletzt. Das ist schon mal sehr gut. Hat also relativ gut funktioniert. Ich bin immer noch dran. Buns bewegt sich nochmal nach hier unten. Und guckt jetzt mal in die Richtung. Man kann mit der L-Taste seine Söldner drehen. Und wenn ihr nochmal L drückt und nochmal in die Richtung zielt, dann erhebt euer Söldner automatisch die Waffe, habt ihr gerade gesehen. Und zielt quasi mit seiner Waffe in die Richtung. Das bedeutet ganz einfach, dass ihr, wenn dann Gegner jetzt langkommt, habt ihr die Chance, dass seine Runde unterbrochen wird und ihr auf ihn schießen könnt. Außerdem kostet es dann einfach weniger Aktionspunkte, wenn ihr das nächste Mal auf ihn schießt. Weil der Charakter ja die Waffe nicht mehr erheben muss, er hat die ja schon erhoben, ne? Deswegen weniger Aktionspunkte. Ist ganz nett, wenn man einen gewissen Bereich abdecken möchte von Feinfeuer. Oder weiß, wo in welcher Richtung sich ungefähr ein Gegner befindet und einfach ihn erwartet. Ja. Grace geht jetzt mal hier um die Ecke und macht das gleiche hier, damit hier keiner durchkommt. Und Max hat ihn hier weiter im Blick. Alles soweit ganz gut. Jetzt habt ihr gesehen, derjenige ist aufgestanden, hat auf Max geschossen und auch leider getroffen. Mit 5 Lebenspunkte hat er ihn abgezogen. Ist jetzt nicht so viel. Ihr seht, hier ist hier ein bisschen verwundet. Ich hoffe mal, ich kann ihm jetzt den Garaus machen. Das heißt, es ist mir eigentlich... Ne, ich gehe mal hier ein Stückchen aus der Sichtweite. Ihr seht, der Gegner ist jetzt ausgegraut. Das bedeutet, er sieht ihn nicht mehr. Und ziehe jetzt hier auf die Tür. Das heißt, wenn der Gegner sich dazu entscheidet, hier rauszukommen, hat Max hoffentlich ihn im Visier und darf auf ihn schießen. Zur Unterstützung setze ich Igor nochmal hier rüber. Der guckt auch hier hin. Sodass, sobald der Typ hier rauskommt, ich da auf jeden Fall eine gute Chance habe, den zu töten. Genau. Buns zielt weiter hier unten drauf. Alles soweit gut. Jetzt hat er seinen... ja, okay. Also wir haben gesehen, derjenige ist hier nach vorne gegangen, hat auch mal auf Max geschossen, leider. Und jetzt hat Igor eine Unterbrechung bekommen. Und zwar hat er hier hinten einen Gegner ins Sichtfeld laufen sehen. Und jetzt habe ich quasi die Runde des Gegners unterbrochen. Und darf jetzt mit Igor, aber nur mit Igor leider, schießen, wenn ich möchte, oder mich bewegen. Was ich allerdings vielleicht nicht mache. Denjenigen hier sehe ich leider nicht.
Der ist leider hinter der Hausecke und auf den schießen macht keinen Sinn. Der ist einfach viel zu weit weg. Nee, das lassen wir mal. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir hier mit Max mal den Typen hier ausschalten. Das war ein Treffer und derjenige geht auch zu Boden. Sehr schön, ein Feind weniger. Allerdings ist Max jetzt schon ganz schön verletzt. Den müssen wir also demnächst mal irgendwie mit einem Erste-Hilfe-Kit heilen. Oder zumindest bandagieren. Banz hat auf jeden Fall eins dabei. Ich glaube, Grace hat keins. Aber Banz hat auf jeden Fall hier ein kleines Medikit dabei, ein First-Aid-Kit, Erste-Hilfe-Kasten, womit sie ihn heilen kann. Gut, hilft erstmal nichts. Max muss erstmal da bleiben. Jetzt müssen wir auf den Typen hier aufpassen. Grace geht mal ein bisschen nach vorne, um ihn dann vielleicht in die Flanke zu fallen. Bis hier wären es jetzt 27. Da hätten sie noch 30 zum Schießen. Das ist eindeutig zu wenig. Das muss so reichen. Sie zielt mal hier in die Ecke, falls der hier rumkommt, was ich aber nicht glaube. Alle anderen sind hier auf Abruf bereit. Ich kann jetzt mit Igor natürlich auf ihn schießen, um seine Aufmerksamkeit ein bisschen zu erregen. Aber ich lasse das, weil ich mir einfach hoffe, dass der ein bisschen näher kommt, weil auf die Entfernung trifft Igor wahrscheinlich nicht. Aber gucken wir mal. Jetzt hat er einen von unseren Leuten gesehen, wahrscheinlich Igor. Er scheint hier links rum zu gehen. Jetzt hat Banz eine Unterbrechung bekommen, weil sie hier unten einen Gegner gesehen hat. Dann schießen wir einfach mal auf den, auch wenn er ziemlich weit weg ist, aber dann kommt er vielleicht ein bisschen näher. Und Banz ist eigentlich auch eine relativ gute Schütze hin, aber gut, der erste Schuss ging leider daneben. Der zweite ging auch daneben. Gut, dann lassen wir das erstmal. Aber wir haben immerhin schon verursacht, dass der sich jetzt hingehockt hat. Er weiß also Bescheid. Gut, dann gucken wir mal, was als nächstes passiert. Die bewegen sich erstmal nicht weiter. Ich weiß, dass ein Gegner hier drin ist. Beziehungsweise hier, der ist wahrscheinlich da reingelaufen. Ich gucke mal mit Grace um die Ecke. Wenn ich Glück habe. Ich sehe ihn natürlich nicht. Ich ziele einfach mal in die Richtung, falls er hier wieder rauskommt. Erstmal muss Max jetzt hier in Deckung gehen. Der ist mir zu sehr angeschlagen und ich will den jetzt eigentlich nicht schon in der ersten Mission verlieren. Igor behält weiter den Eingang hier im Auge, falls derjenige hier rauskommt. Falls der Gegner hier rauskommt, hat Grace ihn. Der sitzt also in der Falle. Und Banz versucht nochmal auf den Typen hin zu schießen. Ah, wieder daneben. Noch ein Versuch. Und leider in die Hauswand. Na gut, warten wir nochmal, bis der ein bisschen näher kommt. Der rennt jetzt hier in das Haus rein. Das ist schon mal sehr schön. Und Igor hat den Typen hier hinten gesehen und versucht mal auf ihn zu schießen. Ja, knapp daneben. Komm schon. Ja, schöner Treffer. Und gleich nochmal, komm. Ja, das waren zwei Treffer. Einen davon ins Bein, glaube ich. Deswegen ist er jetzt umgefallen. Ihr seht aber auch bei seinem Status Dying, das heißt, der ist gerade kämpft um sein Leben und den brauchen wir eigentlich nicht weiter im Kopf behalten, der ist also so gut wie hinüber. Max rennt jetzt mal hier wieder zu Banz, die ihn gleich heilen wird. Igor geht wieder auf die Seite, hier hinten ist immer noch der Typ in dem Haus. Ich hoffe mal, der kommt jetzt gleich mal ein bisschen raus. Ja, komm schon, und da ist er, Banz hat auch gleich wieder eine Unterbrechung bekommen. Also Feuer frei. Ach, gibt's doch nicht. Drei Schüsse und drei daneben. Ihr seht schon, ich wechsle immer diese Ansichten mit dem rechten, mit der rechten Maustaste einfach auf das Porträt klicken, dann wechselt ihr immer in diese Detailansicht. Ihr seht hier oben eine kleine Nummer. Das bedeutet, wie viele Gegner der eigentliche Söldner momentan sieht. Also Igor sieht diesen, Banz sieht den, aber die anderen sind ausgegraut, weil die momentan keine Unterbrechung bekommen haben, sondern nur Banz die Unterbrechung hat. Klingt kompliziert, aber wenn ich erstmal daran gewöhnt habe an dieses Unterbrechungssystem, ist es sehr, sehr, sehr nützlich. Max ist jetzt hier bei Banz. Nein, nicht ganz. Aber Banz ist gerade beschäftigt, weil er muss immer noch auf den Typen hier unten zielen. Ich versuche mal mit Grace ein bisschen hier hin ranzukommen. Aber über die Seite bitte. Vielleicht komme ich bis noch hier drüben. Mal schauen. Bewegt sich wieder, Banz hat wieder eine Unterbrechung. Versucht's nochmal, komm schon. Und die soll jetzt meine Scharfschützin sein, das ist unglaublich. Naja, mit Pistolen ist halt schwierig zu treffen, aber sie hat tatsächlich getroffen, zwar nur für 8 Schadenspunkte, aber immerhin. Ihr merkt schon, Max blutet, hat er gerade gesagt. Das bedeutet, er verliert jetzt so langsam an Energie, weil er nicht verbunden ist. Jetzt ist die Frage, gehe ich auf Nummer sicher? Nee, komm, wir volles Risiko, wir schießen weiter auf den Typen. Banz kann sich auch noch später um Max kümmern. Wieder drei Schüsse daneben. Unglaublich, aber gut. Jetzt versuche ich mal, das so hinzubiegen, dass Igor auch auf den schießen kann. Gucken wir mal. Es kann nicht sein, dass der ihn nicht sieht.
ist immer noch hinter der Ecke. Jetzt sieht er ihn. Schießen wir auch nochmal mit Igor drauf. Ja, leider auch daneben. Ein Schuss geht noch. Auch daneben. Das ist nicht fassbar. Der Vollständigkeit halber zielt jetzt Max auch nochmal in die Richtung. Und Grace bewegt sich weiter nach da drüben. Ihr seht schon, die KI der Gegner ist nicht sonderlich schlau. Das liegt aber auch daran, dass wir wirklich momentan noch ganz am Anfang sind und wir gegen hier Rekruten kämpfen. Wenn später die ersten Elite-Krieger, die sogenannten Blackshirts, kommen, wird das Ganze ein bisschen hackeliger. So. Jetzt ist derjenige, der Gegner hier wieder in dem Haus gelandet und ihr seht, dass mein Fadenkreuz in der Mitte weg ist. Bedeutet ganz einfach, mein Charakter sieht zwar den Gegner, kann aber nicht auf dieses Körperteil schießen, auf das ich gerade ziele. Also der Körper in diesem Fall ist nicht sichtbar, sondern nur der Kopf. Jetzt seht ihr, das Fadenkreuz ist wieder da. Ich kann also nur auf den Kopf schießen. Ist natürlich besonders schwierig, den Kopf zu treffen, aber ich probiere es einfach mal. Aber Igor hat gerade schon selbst erwähnt, dass er es wahrscheinlich nicht schaffen wird. Wenn wirklich Schüsse fast unmöglich sind, sagen das euch eure Söldner auch und dann braucht ihr es eigentlich gar nicht probieren. Deswegen versuchen wir wieder lieber weiter mit Grace hier ranzukommen. Grace sieht den Gegner jetzt auch langsam. Das heißt, wenn ich Pech habe, sieht der Typ sie auch. Wir schießen einfach mal mit Max durchs Fenster. Dachte ich zumindest, hat natürlich nicht geklappt. Schade. Buns vielleicht. Buns könnte es probieren. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Buns hat den Kopf getroffen und damit den Gegner ausgeschaltet. Sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Aber es befinden sich anscheinend immer noch Gegner hier bei uns, denn wir sind immer noch im Rundenmodus. Was bedeutet, es ist immer noch irgendwo ein Gegner hier in der Umgebung. Aber wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um uns mal um Max zu kümmern. Einfach hier das First Aid Kit in die Hand nehmen. Rechte Maustaste auf Max, linke Maustaste und schon wird bandagiert. Bandagieren kann übrigens jeder, auch mit einem sonst so niedrigen Medical Skill. Es verbraucht nur mehr von eurem First Aid Kit. Das ist wichtig. Also je schlechter derjenige in medizinischen Fähigkeiten ist, desto mehr wird euer First Aid Kit verbraucht. Die Ladung seht ihr quasi hier. Also wenn dieser Balken leer ist, dann ist das First Aid Kit verbraucht. Deswegen ist es sinnvoll, immer mit Leuten zu heilen, die auch wirklich Arzt sind, weil die verbrauchen einfach das Material nicht so schnell und dann habt ihr einfach mehr davon. Yep. Währenddessen rücken wir mit Grace und Igor mal ein bisschen vor. Ich hoffe mal, dass jetzt hier keiner mehr drin ist. Ich guck mal rein. Nee. Ganz wichtig vielleicht noch, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ja hier, ist doch blöd, da liegt doch noch einer. Nee. Da steht ja drüber, dass der schon am Sterben ist und die Leute werden explizit vom System nicht mitberechnet. Das heißt, wenn jetzt wirklich nur dieser übrig wäre, würde der automatisch sterben und wir würden in den Echtzeitmodus zurückwechseln. Deswegen muss hier noch jemand anders sein. Gucken wir einfach mal. Ihr seht, ich bin jetzt gerade sofort dran gewesen. Das bedeutet, der Gegner hat sich nicht bewegt, hat also nichts gemacht. Entweder wartet er irgendwo auf uns oder er weiß gar nicht, dass wir da sind. Buns ist mittlerweile fertig. Max zu bandagieren. Ihr seht hier, dass der rote Balken so ein bisschen ja, pink ist, was bedeutet, dass die Verletzung relativ frisch ist. Das wird nach einer Zeit dann wieder verheilen. Aber er ist da besonders anfällig. Wir gehen jetzt mal mit Igor und Grace weiter vor. Gehen wir nach hier drüben. Ach, er ist schon gegangen. Dann nehmen wir mal Grace, die mal mit hier rüber geht. Jetzt müssen wir noch diesen einen Gegner finden. Das ist manchmal so ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit. Jetzt war der Gegner wieder dran, er hat sich ein bisschen bewegt. Jetzt können wir eigentlich auch Buns mal mitnehmen. Max bleibt mal ein bisschen hinten zur Sicherheit. Ich will nicht, dass er nicht noch eine Kugel einfängt. Grace geht auch mit nach vorne. Igor kommt auch mit. Ach, den habe ich schon bewegt. Warum vergesse ich das denn immer? Jetzt sind wir in Echtzeitmodus gewechselt, aber Max hat gerade erwähnt, dass wir noch nicht alle bekommen haben. Das Spiel wechselt auch in den Echtzeitmodus, wenn lange kein Feindkontakt mehr bestand. Aber es ist noch jemand hier. Da liegen ein paar Sachen rum. Oh, jetzt sehen wir, der Gegner hat sich gerade bewegt, hat eine Unterbrechung bekommen. Und da ist er auch schon. Grace sieht ihn. Ich bewege mich hier ins Haus, damit wir hier ein bisschen geschützt sind. Ich habe nämlich keine Lust, dann hier gleich unter Schuss genommen zu werden. Und Igor schleicht sich mal ein bisschen hier hinten rum, um das Haus vielleicht von hier so ein bisschen zu erwischen, während Buns durch das Haus hier durchgeht. Ich hoffe mal, das ist der Letzte. Hat er uns gesehen? Ich bin mir nicht ganz sicher.
gehe zur Sicherheit mal hinter der Ecke hier in Deckung. Igor. Bis hier rüber. Der steht da noch. Gut. Ah, Grace. Steht sogar hinter der Tür. Ja. Der scheint da irgendwie unschlüssig rumzulaufen. Ich sehe gerade, ich habe hier noch im Optionsmenü die die Bäume ausgeblendet. Das ist natürlich, sieht natürlich deswegen ein bisschen komisch aus. So, jetzt haben unsere Bäume nämlich auch Kronen und nicht nur Stümpfe. Da. Igor. Gut. Gehen wir hier rüber. Banz, yes. Bewegt sich mal hier hinter diesem Baum. Disappointing. Bäume bieten generell ganz gute Deckung. Jetzt muss ich natürlich wieder die Waffe wechseln. Ich könnte jetzt auf ihn schießen. Ich warte aber lieber, bis Igor hier in Position ist. Yep. Grace kann auch noch mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. Vielleicht kann ich ihn so ein bisschen... Jetzt hat er mich gesehen. Und er scheint aber sich nicht wirklich schlüssig zu sein, was er jetzt machen soll. Na gut, besser für uns. Igor läuft jetzt mal hier rüber. Während Banz den Typen hier mal ein bisschen ablenkt. Vielleicht trifft sie ihn sogar. Nein. Muss jetzt mal nachladen. Grace bewegt sich mal hier rüber, auf die Seite. Jetzt haben wir eigentlich ein ganz gutes Kreuzfeuer. Wir haben Banz von oben, Grace von rechts und gleich Igor von unten. Das sollte ihm eigentlich schon ordentlich einheizen. Und er sieht, merkt auch schon, er hat sich jetzt dahinter gelegt, weil er ein bisschen panisch ist. Und er nicht, sondern nicht weiß, was er machen soll. Jetzt gucke ich mal, ob Igor den sieht. Ja. Versuchen wir es mal. Jetzt kann ich natürlich direkt durch die Deckung durchschießen. So. Haben wir ihn auch getroffen? Jetzt ist er schon im Zustand schlecht. Banz probiert es nochmal. Schießt er daneben. Noch ein Schuss. Komm schon. Schade. Ah, ein Schuss geht noch. Und das war ein Treffer. Jetzt ist er schon im kritischen Zustand. Das heißt, ein Schuss würde wahrscheinlich ausreichen. Igor, versucht es nochmal, daneben. Und das ist ein Treffer, jetzt gibt's da nicht. 4 Schadenspunkte sind nahezu wenig gewesen, aber ein Schuss geht noch. Ah, Vorsicht, irgendwo in die Walachei. Dann muss halt Grace das Ganze nochmal probieren. Die ist relativ nah dran. Und trifft auch ohne Probleme mit dem ersten Schuss. Und das war's. Unsere Söldner kommentieren jetzt das Ganze nochmal, dass jetzt sämtliche Gegner also weg sind. Und jetzt sammle ich sie einfach mal in der Mitte der Stadt. Und wir gucken uns mal an, was die Gegner so fallen gelassen haben. Das geht eigentlich ganz einfach. Man wechselt hier rüber wieder in den Kartenbildschirm. Rechte Maustaste auf den Sektor, wo ihr euch gerade befindet. Inventar. Und dort seht ihr sämtliche Waffen, die die Gegner fallen gelassen haben. 4 Pistolen, ein bisschen Munition und hier eine Ausrüstung. Und mit rechte Maustaste auf die Söldner können wir uns deren Inventar ansehen. Banz hat zum Beispiel noch keinen Helm. Den kriegt sie mal. Hat irgendjemand vielleicht keine Rüstung an? Nee, haben alle eine Rüstung. Okay, passt. Dann können wir die Flag Jacket hier also liegen lassen. Jetzt gucken wir uns mal die Waffen an. Ihr seht hier die einzelnen Werte. Accuracy bedeutet Zielgenauigkeit hier von 6. Damage 24. Schaden ist das. Range Reichweite von 11. AP bedeutet, wie viele Aktionspunkte in welchem Modus benutzt werden. Also hier in diesem Fall bei der Scorpion wäre das erste die 18 für Einzelfeuer und die 26 für einen vollautomatischen Stoß. Das hier ist nämlich eine Maschinenpistole. Und dann gucken wir mal, dass wir unseren Leuten hier nochmal was Cooles finden. Hier haben wir schon mal den Colt M1911A1. Accuracy 7 ist natürlich schon mal nicht schlecht. Ich glaube, den kriegt Banz mal. Das heißt, was ist sie hier? Sie hat ihre Beretta mit Accuracy 6. Die nehmen wir einfach mal mit als Ersatzwaffe. Hier ist noch ein bisschen Munition dazu. Kann es auch mitnehmen. Ihr seht hier übrigens, das ist neu in der Version 1.13, die verschiedenen Taschen. Sie hat hier ein Holster, wo sie ihre Waffe reinstecken kann und hier eine ganz normale Munitionstasche. Und da können sie nur verschiedene Gegenstände reinziehen. Also ihr seht, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Pistole nehme, kann ich die nicht hier oben reinpacken in eine von diesen Brusttaschen, sondern muss die entweder hier oder nach hier unten oder in die Hand nehmen. Während Munition auch hier in diesen Brusttaschen gelagert werden kann. Das ist später im Spiel noch wichtig, wenn ihr wirklich die ganz großen Raketenwerfer und sowas dabei habt, müsst ihr da manchmal ein bisschen mit dem Inventar kämpfen, sage ich mal. Aber das werden wir alles hoffentlich noch sehen. Grace könnte eigentlich auch nochmal eine Pistole mitnehmen. Oder hier dieses Scorpion vielleicht. Oder die Pistole. Das ist schwierig. Jetzt kriege ich mal die Pistole mit.
Ganz einfach aus dem Grund, weil die Pistole eine andere Munition verwendet als ihre Maschinenpistole. Heißt, wenn die Maschinenpistole alle ist, kann ich immer noch mit der Pistole schießen und andersrum. Würde ich jetzt die diese Swings mitnehmen, da seht ihr, die benutzt die gleiche Munition wie die Maschinenpistole von Grace. Hat zur Folge, wenn die Munition für eine Waffe alle ist, ist für auch die andere natürlich auch alle. Und das ist schlecht. Wenn ihr über die Waffe mit der Mauszeige haltet, seht ihr, dass die Munition aufleuchtet, was bedeutet, dass diese Munition verwendet werden kann. Und andersrum, wenn ihr auf die Munition den Mauszeiger haltet, seht ihr, für welche Waffen das benutzt werden kann. Manchmal funktioniert das irgendwie nicht richtig. Aber gut. So, wer braucht denn noch eine Waffe? Buns hat ihre Ersatzwaffe bekommen. Max hat hier noch eine Pistole, hat noch einen Schuss in seiner Schrotflinte und noch ein Magazin zum Nachladen. Igor hat noch drei Magazine, könnte aber jetzt, dem gehe ich mal hier die Scorpion mit. Auch wenn es diese gleiche Munition ist wie für seine Pistole. Und ja, eigentlich wäre es das dann. Jetzt überlege ich gerade, was ich noch mit der restlichen Pistole hier mache. Ich glaube, die gebe ich nochmal zur Sicherheit Max. Der hat hier auch hinten auch einen großen Rucksack dabei. Aber wobei, was ist denn das hier? 7,24 ist natürlich ziemlich gut, deswegen kann 7,26 sein, ist besser. Hier haben wir noch eine 4,23. Gut, die Pistole kommt weg, dafür kriegt er diese hier. Ich habe ein bisschen Munition dafür. Na, ne. So, und so. Und ja, den Rest lassen wir erstmal hier liegen. Ich habe gerade noch eine E-Mail bekommen, sehen wir gerade. Was steht denn da drin? Ja, Enrico wünscht uns viel Glück. Vielen Dank, Enrico. Ich versuche übrigens in etwa immer eine Stunde die Teile lang lernen zu lassen und vielleicht jede Woche eins zu veröffentlichen. Ich hoffe, ich schaff's. Was wir jetzt hier in diesem Sektor noch machen ist, wir müssen ja immer noch Miguel finden, den Rebellenanführer. Dazu haben wir von Enrico einen Brief bekommen. Den hat immer der erste Charakter, der erste Söldner, den er anheuert. In diesem Fall wäre es ja Max gewesen. Hat also hier diesen Letter von Enrico, also den Brief von Enrico. Und mit dem gehen wir mal zu der netten Dame, die hier in diesem Haus wohnt. Und gucken mal, was passiert, wenn wir diesen Brief an sie übergeben. Who are you? What is this? A letter from Enrico Chevaldori. He has not forgotten us. We had given up hope of ever hearing from Enrico again. Who would believe that someone living in the comforts of exile would care about this dismal country? Very well then. Follow me. Do not make any quick moves. Miguel's men will be nervous. You do not wish to intimidate them. The Drana has brutally bombed and attacked us for over 2 straight months. Und sie glaubt uns tatsächlich, dass wir ihr helfen wollen. Und Fatima, so wie die nette Dame heißt, führt uns jetzt zu Miguel, dem Anführer der Rebellen. Hat uns aber gleichzeitig auch gewarnt, dass wir keinen Scheiß bauen sollen, weil die Leute von Enrico, die Rebellen, wohl ein bisschen nervös sind. Aber das werden wir ja gleich selbst sehen. Ja, wir folgen ihr jetzt mal bis zum Rand der Karte. Und sie geht in den nächsten Sektor und das werden wir mit unseren Charakteren auch machen. Diesen Sektorwechsel könnt ihr immer entweder hier machen, indem ihr euch mit eurem Trupp an den Rand der Karte bewegt und dann einfach hier auf All Max and Squad klickt. Ihr könnt aber auch über die Karte wechseln. Wie das funktioniert, zeige ich euch dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Heute begnügen wir uns erstmal damit, in den nächstgelegenen Sektor hier zu gehen und weiter der guten Fatima zu folgen. Ich kenne das Spiel natürlich. Ich habe es übrigens bisher wirklich in meinem ganzen Leben nur einmal durchgespielt, obwohl ich es immer wieder angefangen habe. Aber tatsächlich habe ich es bisher wirklich nur einmal wirklich durchgespielt. Und das war schon hart genug. Also es wird später dann auch ein bisschen komplizierter. Dann gibt es noch Panzer und Feindverbände, die großen Schaden auf euch einschlagen und was weiß ich nicht alles. Und das ist zum Schluss wirklich, wirklich knifflig. Und wenn man sich davon ein bisschen abschrecken lässt, gerade am Anfang, dann macht das Spiel auch, glaube ich, keinen Spaß. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig, was den Lerngrad angeht.
Man muss am Anfang ziemlich viel richtig machen. Wenn man am Anfang schon die falschen Söldner kauft und dann irgendwann ohne Geld dasteht, dann hat man schon die Arschkarte gezogen, kann man eigentlich gleich wieder von vorne anfangen. Genauso, wenn man nicht gleich von Anfang an die richtige Mine angreift und dann wieder ohne Geld dasteht, ist, irgendwann kommt man manchmal zu einem Punkt, wo einfach nichts mehr weitergeht und dann muss man das Spiel einfach neu starten. Das ist echt, echt schade. Dennoch ist es immer noch ein extrem, sehr, extrem gutes Spiel meiner Meinung nach und ich hoffe, ich kann euch damit jetzt ein bisschen den Einstieg erleichtern. Jetzt hat uns Fatima zu Dimitri gebracht, einem Mann, der hier anscheinend ein Haus bewacht und der uns jetzt einlässt. Und nun sind wir in der Rebellenbasis bei Miguel. Do not move, and no one will die. Fatima say they are here to help us. She say she have proof, Carlos. Enrico has enlisted mercenaries to aid us in the struggle. I have a letter addressed to Miguel. It is signed by Enrico himself and contains details of the night we helped him flee Auruco. Details only he would know. Enrico? Silvatore? Most suspicious. I question his reasons. Die Rebellen sind also ein bisschen misstrauisch uns gegenüber. I do not. Und das auch schon mit Geld der Anführer. Hier. It be true. Enrico has sent men to help us. On behalf of my rebel force and the people of Auruco, I welcome you. We are very much in need of your aid. Diana wishes to remove Omerta from the map of this country. She is evil, a driven bitch. I'm not your average mercenary. That will do, Ira. I am sure our friends have heard of her nature. If not, they will know soon enough. Well, she better say her prayers, Miguel, because she's got another thing coming, like a bullet to the head. Good to be on board with you. I have lost over 30 men in the last month. My force is down to the people you see here. But I do have a few trusted people living in the Auruco countryside. The people of Auruco would overthrow Diana with pleasure, but they live in fear of her, and rightfully so. She be heartless and brutal. She has robbed our country of its money and its soul. Getting their confidence be our biggest problem. The people must feel we are capable of defeating her. Yet, without their support, we cannot. We are missing soldiers and equipment. You could not have come at a better time. We are short of food too, Miguel. We need safe passage to Drazen, or more people will die. Yes. Carlos be my close advisor. He is right. He usually be right. Making a safe route to Drazen to get supplies be a priority. If you can remove Diana's forces from your path, there is a priest in Drazen named Father Walker. He be a drunk of poor judgment. However, he will be sympathetic to our situation. Find him and tell him no more than you need to. I will send others to fetch the supplies he will gather. I wish you luck. And express my gratitude. Ja, Miguel hat uns also jetzt gerade willkommen geheißen, hat sich bedankt, hat uns die Lage erklärt, die Rebellen sind also definitiv hier in der Unterzahl und haben auch keine Versorgungsgüter mehr, kein Essen mehr und hat uns darauf hingewiesen, dass wir doch bitte nach Drazen gehen sollen, einer der nächsten Städte, um dort einen gewissen Priester zu finden, der den Rebellen Essen besorgen kann. Das wird also nächstes Missionsziel sein. Ich habe jetzt noch so ein paar Dialogmöglichkeiten. Ich versuche mal zu ihnen zu rekrutieren. It does not seem right at this moment. I can spare Ira. She is quick learner and knows the priest well. I believe he might even have some passion for her. Er sagt also, dass er momentan keine Zeit hat, leider. Aber wir können Ira mitnehmen. Die junge Dame, die hier hinten in der Ecke steht. Und das ist nämlich genau die Person, die ich vorhin meinte, die unser Arzt werden wird. Ja, sie sagt uns eben, dass sie kein Profi ist, dass sie nicht sonderlich gut schießen kann, dass sie aber ein bisschen Arztfähigkeiten hat. Und das ist ja auch genau das, wofür wir sie haben wollen. Und sie führt uns jetzt wieder nach draußen. Und jetzt ist auch eine Stunde gerade rum.
Das heißt, es ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, mal hier diese Folge zu beenden. Ich speichere hier nochmal fix. Wir können uns ja einfach nochmal Ira kurz angucken, hier bei uns im Laptop. Dieses Jahr, also hier bei Personal ist er drin, da ist er. Die ist also Paramedic, also ist Arzt, beziehungsweise Ersthelferin und hat auch Medical Skills von immerhin 40, das ist ganz okay. Teaching kann sie auch, sie kann also auch lehren, ist aber nicht schwimmer, wie wir unten sehen. Ja, wie es weitergeht mit unserer lustigen Truppe, werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Lasst bitte konstruktive Kritik immer gerne in den Comments. Sagt mir Bescheid, wenn irgendwas euch nicht passt. Ihr könnt aber auch gerne mich natürlich loben, wenn es euch sehr gut gefällt. Und generell eure Meinung zum Spiel würde ich gerne hören. Ich werde auch nochmal in die Beschreibung einen Link posten, wo ihr euch das Spiel und auch diese Version 1.13, diesen Community-Patch, runterladen könnt. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Dann noch einen schönen Abend, Tag oder Morgen, je nachdem, wann ihr es guckt. Und bis dann. Tschüssi.